So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft Feed the Beast Infinity Evolved. Das letzte Mal haben wir angefangen im letzten Millennium, im Last Millennium unsere Base zu bauen. Für die Produktion von der ganzen Setzlinge. Ups, einmal landen. So. Und da ist uns ja der Cobblestone ausgegangen. Ich habe jetzt mal die Dinger hier abgebaut und mit wieder mitgenommen. Das ist ja mehr oder weniger der Krusch, der da mit rüberkommen ist. Gibt's halt wieder Sorin Chests. Naja. Nehmen wir hier alles mit. Können wir auch noch mitnehmen. So wie Krusch. Müssten wir echt mal noch ein Blast Furnace bauen, da können wir die nämlich einschmelzen. So. Einmal alle voll machen mit Kobbel. Kann ich das? Ja, kann ich. Dann hole ich mal die Speed Upgrades. Die bringen ja hier gerade eh nichts. Glaube ich, dass die was bringen, zumindest. Ah, das. Ah, nee. Ich bräuchte mehr Stack-Upgrades. Ja, das hier schnell schneller bauen. Ja, blöd. Halt, da muss es sein. Okay, dann brauchen wir jetzt wieder ganz viel Kobbel. Oh, meine ganzen Pflanzen sind gewachsen. So lange zocke ich hier schon wieder. Naja. Das, die müssen wir auch noch voll kriegen. Beziehungsweise. Zack, zack, zack. Oh. Passt schon. Gucken wir mal kurz nach den Pflanzen. Der hat noch genug Laufzeit. Schauen wir mal, ob eine Verbesserung hin. 7, 10, 8. Auf jeden Fall eine Verbesserung. Ups. Zack, zack. 10, 10, 7. Auch eine Verbesserung. Jo. Jetzt Gießkanne, weil ich keine. Halt, ich habe doch noch eine. Ich hab doch noch Fertilizer. Brauche ich Granat, brauche ich Granat, brauche ich jetzt wieder. So, Clippings, Clippings. Lass nicht vertauschen. So, und. Fertig. Alle aufbaut. Na, warten wir mal. Weg damit. Aber wie ihr seht, da kommt ein Haufen Tin-Nuggets raus. Ich habe einen einzigen Abbau und habe schon 9 Nuggets rausgekriegt. So, was brauchen wir jetzt sonst noch? Ich brauche mein Clipboard. So. Hey, jetzt. Okay. Okay, nicht schön. Jetzt muss ich die Zeile klicken und alles wieder löschen. Oh Gott. Da gefällt mir fast meine Schildermethode noch besser. Also, los geht's. Schreibt mal auf, was wir brauchen. Wir brauchen was war das jetzt? Agricraft. Agricraft. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben. 8, 9, 10,
an. 11, 12, 13. 13. Nee. 14. Harvester. Nee, wir brauchen sogar 15. Weil wir müssen da drüben ja eine Energieproduktion bauen, deswegen brauchen wir wieder zwei Stück. Ein Planter. Ich würde mal sagen 5 Engine. Wie heißen die? Steam Dynamo. 5 Dynamo. Plus Upgrades. Dann brauchen wir einmal ein Energiespeicher. Dann brauchen wir ein Lagersystem. Am besten, was heißt am besten? Hey. Das Ganze will ich mit von Thermal Expansion. Gibt's eine, die, ja, Moment, nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, das kann ich nicht. So. Jetzt hat Lem. Ja, von denen gibt's. Komm dann vorwärts. Sprachverlust. Jetzt. So, jetzt. Was wollte ich jetzt sagen? Sorry, Leute. Ich bin zu dumm, mir was zu merken. Energiespeicherhammer. Dynamushammer. Harvester. Planthammer. Genau. Jetzt kann man das machen. Thermal. Da gab es nämlich hier eine, die haben nämlich zwei Sachen drauf. Da gab es nämlich, Item Duct mit Strom drauf. Hier, Fluctuating. Das war's. Und dann nehmen wir die Opaque-Version, dass niemand reingucken kann. Deswegen brauchen wir LED und einen Haufen Tin und einen Haufen Hardenglas. Würde ich mal sagen, gucken wir da danach, dass wir das alles zusammenkriegen. Mal schauen, was wir da davon schon haben. Oh Gott, da wird das ja Jahre. Das packen wir geschwind weg. Essen ins Inventar. Jetzt. Wir brauchen Hardened Glass. Okay. Die nehmen wir mal alle mit. Dann brauchen wir Tin. Plates. Doppelt so viele. Ne, genauso viele. Ups. Na, okay. Und was kam noch rein? LED brauchen wir halb so viel. Aber da kommen auch 6 Stück davon raus. Da kommt Item Duct Opaque raus und das müssen wir dann ja bearbeiten. Dann brauchen wir noch LED und zwar. Ne. Und den hier brauchen wir wirklich nur 32. Hälfte von denen kommen wir da rein. So, da müssen wir die Blattwalzen hier. Rips, Rolling Tin. Ich brauche. Was mache ich denn eigentlich? Naja. Verteilen wir das mal hier rein. Gut, erste voll.
Nächste. Machen wir mal so nebenher das Ganze. Und voll. Ups. Will it keep inventory even if it's broken? Okay. Gucken wir nach. Dann brauchen wir einen Haufen von den fluctuating ducts. Da haben wir. Scheiße. Immer einen leeren Tank vielleicht dabei. Für 8000. Sehr schön. Weil wir müssen ja da jetzt dann Redstone drauf pumpen. Ich darf mein Inventar nicht sortieren. Sonst weiß ich nicht mehr, welche hier hinkören. Na, was soll's. Das sind die leeren. Jetzt. Das brauchen wir gleich. Ist da noch was drin? Nein, gut. Glück habt, dass nur genau 8000 reinpassen. Jetzt brauchen wir Redstone. Oder haben wir noch? Das waren Item Ducts. Ne, haben wir eh nicht. Ach, das ist allem halt. Okay, wir brauchen Redstone wieder einen Haufen. Holen wir uns mal. So, müsste aber eigentlich reichen, glaube ich. Eine Bottling-Maschine gibt's da. Die ist aber auch neu. Okay. Wie viel? 200. Wir können wie viel machen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Habe ich hier gar nicht zusammengerechnet. Ups. Wir haben auch nicht so viele. Bauen wir sie mal so viele wie wir können. 54. Ist ganz okay. Los geht's. Da haben wir den ersten. 2000 AF ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber da können wir. Einer produziert 320. Das sind 960. Dann können wir 6 Stück eigentlich aufstellen. Das ist dann auch schon mal ordentlich. Jetzt wollten wir weiter gärtnern. Ups. Ich habe viel zu viel im Inventar. Besser als 556. 666. Und hier stöhnt mal einer dermaßen ins Ohr. Das kann ich überhaupt nicht brauchen. So. Nein. Das lassen wir auch mal diesmal lieber so. Genau deshalb, dass der Eisesetzling voll fertig wird. 9, 9, 10. 9, 9, 10 war auch schon. Gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt hat man hier ein bisschen Tin, ein bisschen Eisen, Kupfer, ja. Schauen wir mal, was hier dabei rauskommt. 10, 8, 10 ist besser. So, zack, zack, zack. Wenn dann muss ich es planen, jetzt gleich auch anfangen. Ah, ich brauche noch die Range Upgrades. 7, 10, 9, 7, 10, 8.
Whoops. Ach komm. Da brauchen wir nochmal einen. So. Da musste ich nochmal gucken, welche Range Upgrades da drauf gehört haben. Zip. Einmal hier durch, einmal hier hoch. Und der Redstone ist schon durchgelassen. Okay, hier ist der Rest. Da ist. Da sind sie. Und nochmal 42. Ja, yep, ich brauche mehr Redstone. Vor allem, wenn ich mir bedenke, wie viel ich nachher am Schluss brauche. Wird das nur einiges, was wir da reinstecken müssen. Aber Redstone habe ich, glaube ich, sogar schon so viel, dass wir Speed bauen können. Genau. Wir brauchen 81. Jetzt sind wir bei 71. Ich ein Depp, ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Jetzt sind wir bei 81. Ging doch ganz einfach. Was mache ich denn so lange rum? Wir hätten das erste Feld, was wir da aufbauen könnten. Cobblestone Hammer einigermaßen, da kann ich das schon mal mitnehmen. Und dann können wir das erste Feld mal bauen, dass ich euch zeigen kann, wie ich das will, aufbauen will. Okay, Cobblestone haben wir zu wenig. Alte haben wir gar nicht, ich habe ja schon zwei voll. Das ist halb voll. Mach weiter. Letztes Millennium. So. Da sind wir schon. Und ich brauche ja hier auch keinen Planter. Sondern ich brauche ja nur hier die Maschine. Na, fangen wir mal an. Ich brauche jetzt ein 9 auf 9 Feld. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt so anfange. Machen wir hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das Ganze filmen wir mal geschwind auf. Da muss jetzt dann Erde oben drauf. Na komm. Passt genau. Cobblestone. Die stellen wir hier hin, unsere Kanister. Ja, nehmen wir mal ein bisschen was mit. Kommt der Rahmen schön hier außen rum. Ups. Und ich habe keine Fackeln, keine neue Fackeln mitgenommen, ich Depp. Ach. Zum Glück leuchtet Redstone. Dann ist es nicht ganz so wichtig. Aber doch immerhin, ne? Okay, gucken wir mal kurz. F7. Da hinten. Und da. Und da. Aber das ist was anderes. Das machen wir mit der hier. So. Jetzt kommt die sowieso hier nochmal einen Rand drauf. Bups. So. Die Fackel muss da oben wieder drauf. Und das müssen wir jetzt auffüllen mit Dreck. Und dann mit einem ganzen Haufen Crops.
Und ich habe zu wenig Fackeln. Gut. Passt. Gut, dann brauchen wir noch einen Haufen Dreck. Hier kommt dann der Harvester hin. Ich überlege mir gerade, wie, ob ich das mit Sprinkler irgendwie, wenn es die gibt. Sprinkler. Ja, gibt's. Und Rezept ist auch nicht geändert. Deswegen können wir das uns gut überlegen, dass wir das mit denen befeuchten. Und das ist ja wie eine Gießkanne. Das wäre eigentlich ziemlich gut. Ah Mann, jetzt sind schon bei 20 Minuten. Okay. Und fliegen. Hui. Also diese Woche will ich, dass da am Ende von der Woche zumindest mal zwei Beete angedeutet sind, beziehungsweise dass ein Beet vielleicht sogar schon da läuft. Brauche ich eine ganze Menge Redstone Seed und jetzt brauche ich noch 81 Dirt. Okay. Dirt ist kein Problem. Drei Stacks kommen. Und unsere elektrische hohe Mauer dabei. Dann brauchen wir eher noch ein bisschen Holz für unsere Crops. Müssen die? Der Tasche. Voila. Crops. Bauen wir uns einfach nochmal eine. Zack, zack. Na komm. Kann man das nicht irgendwie autocraften? Können ja. Ich noch nicht. Ja. Egal, das reicht ja locker. Wahrscheinlich das zweite Feld auch kleiner. Wie viel Dreck haben wir denn dabei? Das reicht schon für zwei Felder. Könnte ich das Eisenfeld direkt noch nebenhin bauen. 53 haben wir schon mal. Das ist ganz okay. Jetzt. Die ganze Nuggets, wo habe ich denn die hin? Egal, die tun wir mal hier rein. Den Dünger tun wir mal hier rein. Da haben wir auch noch Crops. Und LED habe ich auch noch dabei. Hätte es nicht alles auf... Nee, LED. Hätte LED nicht aufgehen müssen. So schlecht gerechnet. Beziehungsweise gar nicht gerechnet, sondern nur einfach losgeschafft. Ja, okay. Dann die Range Upgrades. Was fehlt sonst noch? Halt nur ein. Mehr kann ich gerade unten halt eh nicht reinlegen. Muss man so machen. So, und Sprinkler. Sprinkler, das probiere ich dann erstmal nochmal in der Testwelt aus. Okay. Dann haben wir am Schluss genau anderthalb Sticks. Schon mal ganz gut. Gut, dann gehe ich wieder rüber in die andere Welt. Da haben wir genügend Zeug. Nein, Fackeln. Okay. Dann Sticks. Nee, haben wir auch nicht. Charcoal. Oh Gott, da haben wir noch gut was da. Jetzt brauchen wir Sticks. Ups, einmal runter.
komm. Das war gar nichts. Und 4 Stacks. Also, wir können jetzt wieder Licht machen. So, ja. Pedals dürften ja demnächst auch kein Problem mehr sein. Da sind sie schon fertig. Gut, eine Gärtnerin. Na, gärtnern wir jetzt erstmal nur kurz das Ganze einmal durch. 777. So. Also müssen wir gleich mit der Gießkanne machen, weil ich habe den Dünger schon wieder abgelegt. Dumm, dumm, dumm. Perfekt. Da hat man sogar schon die Eisensetzlinge fertig. Scheiß drauf, dann muss ich die Dinger nochmal holen. Den Dünger. Dann nehme ich gleich die Setzlinge auch mit. Dünger haben wir nämlich auch dabei. Das sind die 9er. Das sind die 6er. Ich schmeiß noch gescheit weg. Gut, dann passt das schon. So. Da ist der Clipper. Ups. Nehmen wir ganz viel davon mit. Weil das sind ja alles 10er. Genau. Dann nehmen wir noch die Redstone mit. Redstone Clippings. Ja, schauen wir mal danach. Dann war es das erstmal. Die lassen wir hier mal, oder? Ne, die muss ich auch noch kurz versorgen. Scheiße. Muss ich einfach machen. 7, 10, 9. Hat sich nicht verbessert. Hallo? Jetzt. Zehn, ist besser. So, gucken wir mal. Gut. Fertig und fertig. Nein, der ist nicht fertig. Schmeiß dein Kruscht weg. da sind die Nuggets und weg damit. Gut, dann haben wir jetzt gleich zwei Beete fertig, wenn ich drüber bin. Zumindest mal die Beete aufbaut. Wie sieht's denn hier aus? Die Chipsets habe ich gemacht. Ich habe, glaube, genau, crushed habe ich auch schon ein bisschen was. Dann kommen die dazu. Ich glaube, ich brauche 16 und ich habe, glaube ich, zu wenig hergestellt, ja. Schade. Watering Can haben wir dabei. Also. Schon wieder 28 Minuten. Oh Mann, ich verplemper zu viel Zeit. Ja, oh. Die Maschine kommt hier in die Mitte. Das heißt. Hier läuft dann der Energiestrang rum. Jetzt. Das müssen wir kurz mal wegmachen. Ich glaube, das wird sowieso. Ja, das wird sowieso ein bisschen dunkler. Ups. Ups, und zack, zack. Dann gucken wir mal. Ui. Aber wieder klar. Dass das nicht so einfach wird, das Ganze zu beleuchten. Jetzt brauchen wir unsere Elektrohau. Wo ist sie denn? Ich hoffe, die hat genügend Power. Ah, da haben wir ein anderes Problem. Nein.
Das hat doch vorher immer nicht funktioniert. Warum funktioniert das jetzt wieder? So. Nein. Entweder wird es wieder zu flacher Erde, weil ich zu langsam bin. Oder es wird so ein tiefes Becken, weil ich zu schnell bin. Ja. Machen wir das Ganze mal kurz nass. So. Also wenn ich es nass mache, dann wird es ja kein... Genau, dann dürfte es ja eigentlich kein komischer Boden werden. Nein. So, nächste Runde. Ups, einmal alles nass machen. Wuhu! So geht's doch einigermaßen schnell. So, sieht doch schon besser aus. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an zu pflanzen. Yep. Nur Redstone gesetzt, ja, passt. Den machen wir aufs Maximum. Clippings for days. So. Rips. Ach komm. Schade. Halt. Nommel. Wir müssen das Beet voll fertig kriegen. Ich sage schon alle. Ja, ist fertile and can grow. Dann haben wir kein Problem damit. Wo ist unsere Motorhaube? Oh Mann! So, zack, 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 zack. Zu langsam. Crops. Na komm. Die wachsen schon ganz schön schnell, für das das eigentlich kein Wasser außer rum ist. Und der in der Mitte. Der muss unter der Gegend. So. Sind sie denn da? Letzte. Oh Gott. Das schaffe ich ja nicht mal, das, was ich gerade voll gemacht habe, noch zu bepflanzen. Schade. Und bis ich da wieder soweit bin. Okay. Fertig. Jetzt Clippings. Das ist Iron. Dann mal ein bisschen Clippings jagen. Oh. Ja, das sind ja viel zu viele, oder? Nee. Ups. Da, 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 da. Gut, können wir da einen mit heimnehmen. Ist jetzt soweit fertig, das Beet. Und dann wär's das schon mal mit dem Redstone. So wird es dann bei alle aussehen. Die sind schon bei 28. Moment, machen wir mal ein bisschen. Da, das wächst ja wie Sau.
Gut, halben Stack Redstone. Ja, so können wir ziemlich gut farmen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall hauen wir da noch Sprinkler hinten mit dir. Weil hier würde ja jetzt das nächste Beet kommen. Ein freilassen, ne, drei freilassen, dass ich da noch einen gescheiten Gang bauen kann. Ich brauche Stein. Aber hier ist, okay. Hier kommt das nächste Beet hin. Ne, das mit der Symmetrie wäre schon mal von Arsch gewesen. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Naja, das machen wir dann aber alles in der nächsten Folge. Bauen wir hier nochmal ein zweites Beet. Und dann, wir haben ja schon ein bisschen was zu Hause gemacht wegen der ja, Energieversorgung müsste man machen. Dann müsste ich jetzt erstmal einen Planter bauen, hier drüben eine Baumfarm aufbauen und dann hier drüben auch noch als nächstes die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die ja, die Energieproduktion hier drüben bauen. Wie gesagt, das machen wir dann alles in der nächsten Folge, während ich jetzt einfach hier weiterarbeite. Okay, wie gesagt, nächste Folge dann. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Fashion Snack. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.